Hello von der DNX 2018. Gleich geht's los. Ah, wer ist denn da? Hallo Conny. Ja, ist mega geil. Wir haben hier schon super viele Leute, die hungrig sind auf die DNX. Einen so großen Teil unseres Lebens, dass wir denken, zu arm zu sein, um frei zu sein. Hatte, glaube ich, ein bisschen weniger als 500 Euro auf meinem Girokonto. Hatte wirklich absolut keine Ahnung davon, wie man ein Unternehmen aufbaut. Egal, ob du aus Buxtehude kommst oder aus Berlin, es gibt überall so viele coole Leute und so viele coole Treffen zu den Themen, die dich interessieren. Entrepreneurship, Online-Marketing, da musst du hin. Such dir mal mindestens einen raus, zu dem du mindestens einmal im Monat hingehst. Die Indianer in Amerika sagen, dass jeder Mensch, jeder Indianer, eine Original Medicine hat. Eine Original Medicine ist dein einzigartiges Geschenk, was du für die Welt hast. Etwas, was nur du hast. Ich kann meine Situation nicht ändern, ich sorge mich nicht und ich entscheide mich anders. Und gehe hinein, immer tiefer. Schlaf tiefer und tiefer und tiefer. Schlaf tiefer und tiefer immer. Klettert nach oben, getragen von diesem Wind, und je höher ihr steigt, desto wohler fühlt ihr. Ich habe mich wirklich bemüht, ich habe studiert, ich habe mein Abi gemacht, ich hatte einen stinknormalen Job, ich saß da, habe mich umgeschaut, habe Prozesse modelliert. Und ich habe mich wirklich bemüht, aber es ging nicht. Irgendein Teil in mir hat geschrien und gesagt, du musst gehen. Du musst deinen eigenen Weg gehen. Jetzt schon. Wenn du spürst, wie dein Unbewusstes übernehmen kann, jetzt schon. Und es nicht mehr geht, dann versuch mal den Arm anzuwinkeln und zu lernen, es unnatürlich. Versuch mal mit der Faust in die Stirn, aber es geht nicht. Ne? Versuch mal das Mikrofon zu greifen. Mit der rechten Hand. Packen wir so einen kleinen Incentive dazu. Für die Vertriebler ganz wichtig, Geld allein ist keine Motivation. Aber wisst ihr, was ihr tun müsst, um den Arm wieder anzuwinkeln? Ihr müsst aufhören zu denken, dass es nicht geht. Unglaublich viel gelacht, Tränen sind geflossen und unglaublich viele Seiten im Notizbuch mitgeschrieben. Wir wurden selbst hypnotisiert und es war eine wirklich sehr interessante Erfahrung. Ich dachte immer, ich bin so eine Zweiflerin und bei mir funktioniert es vielleicht nicht ganz so gut, aber es hat sehr gut funktioniert. Es ist wirklich eine tolle Abwechslung aus Business, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und ja, ich bereue keine Sekunde, in der ich jetzt hier war. Also muss auch sagen, auch diesmal eine absolute Empfehlung. Hallo! Schön sozusagen der Part zu sein, der das alles immer so ein bisschen so sinken lässt. Tammy hat sich nämlich überlegt, sie hat noch ein paar Fragen an den Robert Gladitz und ist dann einfach hingegangen und hat die Fragen auch gestellt. Das Coole an der DNX ist, dass jeder Speaker total offen ist und offen für Gespräche, offen für Fragen. Wie war deine erste DNX? Schön, weil man so viele tolle Leute kennengelernt hat, weil so viele verschiedene Leute, auch Speaker halt da waren und alle eine unterschiedliche Energie mit reingebracht haben, alle über was Unterschiedliches gesprochen haben und es einfach schön war und inspirierend und gerade die Meditation waren mega schön. Tolle Leute, tolle Energie,
tolle Menschen und sehr viel Inspiration hier. Ja? Das sind alles Menschen mit einem Open Mind. Das war ganz toll. Ja, die Sonne geht gleich unter, das heißt, es ist Zeit für die Aftershow-Party. Diesmal auch im Funkhaus. Ich bin mega gespannt. Und ja, da wird jetzt fleißig abgedanzt. Unglaublich viel Input, viel intensiver auch als gestern, was den Business-Input betrifft. Also man geht tiefer ins Business rein. Ja, und es fängt an beim Thema Ernährung, beim Thema, wie lebt man denn als digitaler Nomade, auch bis hin zu Produkt-Lounge like a Rockstar oder auch Webseitenoptimierung oder Eventmanagement. Das geilste Festival, das ich bis jetzt erlebt habe. Vom Mindset her die krassesten Leute. Mega! Ja, richtig, richtig geil! Fertig, sozusagen. Die digitale Nomadenkonferenz 2018 ist vorbei und es war mega. Ja, kommt gut nach Hause. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Jahr. Ja, da freue ich mich jetzt schon auf die Umsetzung. Die To-Do-Liste ist wieder ganz, ganz, ganz gewachsen, ganz, ganz stark gewachsen. Also vielleicht sehen wir uns ja auch der DNX 2019.